Willkommen zu Crastorio Exploration, zur allerersten Folge, beziehungsweise zur Folge 0. Denn ich dachte mir, ich mache lieber nochmal eine Folge vor der ersten Folge, um das Modpack ein bisschen zu erklären, bevor wir dann mit allen Leuten in die richtige Runde starten und es dann zum absoluten Chaos kommen wird. Und ja, Crastorio Exploration ist mein eigenes Modpaket mit insgesamt über 140 Mods. Wir spielen das Ganze in der Factorio-Version 1.1. Und das Modpack basiert auf Crastorio 2 und Space Exploration. Ich würde sagen, wir können ja schon mal in den Ingame gehen. Dann kann man da noch ein paar Sachen sehen. Im Modpack sind ziemlich viele Mods drin. Also das rastet teilweise ganz schön aus. Das seht ihr auch jetzt hier, wenn man, Moment, mal in den Forschungsbaum reingeht. Es gibt so ein, zwei Sachen, die endlos lange wahrscheinlich dauern werden zu erforschen. Das wird abartig. Aber hey, genug Inhalt ist auf jeden Fall da. Und ich kann ja gerade mal so ein paar Mods erwähnen, die drin sind. So die größten, weil alle geht halt nicht. Das ist viel zu viel. Oder besser gesagt, ich hau erstmal kurz raus, die nicht drin sind. Denn dank Space Exploration gingen einige Mods nicht raus, da diese Mod sehr empfindlich gegenüber anderen Mods ist. Also das ist nicht so ganz kompatibel mit allem. Das ist ein bisschen schwierig. Und die Mod hat so zum größten Teil Probleme mit Bobs Mods. Angels Mod, Fiondon Mods, Five Dims und zum Beispiel die Omni Mods und sowas. Die gehen alle leider nicht, die sind alle nicht drin. Ein bisschen ärgerlich, vor allem weil es zum größten Teil Technik Mods sind. Dennoch habe ich mich für Space Exploration entschieden und Crastorio 2, weil Crastorio 2 bietet ja auch einiges an Techniken auf wie Space Exploration, ein bisschen zumindest. Denn ich habe mich für die beiden Mods entschieden, vor allem für Space Exploration, einfach aus dem Grund, weil ich es mega interessant finde, noch viel mehr Planeten zu haben und dann eine Infrastruktur zwischen den Planeten halt aufzubauen. Das finde ich ziemlich nice. Und auch die Sache mit den Forschungspaketen. Dank Space Exploration sind das so ein, zwei Stück mehr. Also das ist, ist glaube ich 90% davon ist nur Space Exploration, außer die oberen paar, meine ich. Das ist ja noch Crastorio 2 dabei. Und ja, das ist schon ziemlich cool. So, haut auf einmal ein paar Mods raus, die auf jeden Fall drin sind. Einerseits, wie ihr hier schon seht, im Alien-Biomes, ne? Sehr schöne Mod, gefällt mir sehr. Zudem auch passend dazu noch so Geothermal-Sachen, die es dann hier so in den Lava-Gebieten gibt zum Beispiel. Zufälligerweise finden wir es hier gerade nichts, aber die sind hier doch hier. Das sind Bäume. aber normalerweise gibt es auf jeden Fall welche. Und dann natürlich Crastorio 2, Space Exploration, wer hätte es gedacht? AI Industries und deren Fahrzeuge. Gibt ja dadurch auch einige Änderungen und an Fahrzeugen haben wir generell ziemlich viel drin. Einerseits die Yoki Railways Sachen, die ganzen Züge mit Zeugs. Dann haben wir, wer es vielleicht kennt, King Joe's Fahrzeuge, da gibt es einige coole Sachen. Vor allem sind die ziemlich nice, weil die so ziemlich krass texturiert sind. Und da ist auch so ein Special-Ding dabei, was ich ein bisschen teuer gemacht habe extra für das Spiel. Da ist ein bisschen riesig ist. Und halt die AI, die ganzen Fahrzeuge und sowas, die hier sind, hier unter anderem sind. Die kann man alle irgendwie remote steuern oder so, ne? Kenne ich mich jetzt noch nicht so viel mit aus. Ansonsten haben wir Bio Industries drin. An Aliens haben wir. Wo ist denn mein Nest hier oben? Kann man drüber haben, dann sieht man es auch mal ganz gut. Rampant Mord haben wir. Die Combat Mechanics Overhaul haben wir drin. Ich glaube, die sowieso benötigt für Crastorio 2 oder Space Exploration, bin mir gerade unsicher. Schon Alien Loot haben wir drin. Generell Aliens haben wir noch zusätzlich die Explosives und Cold Biters und die Armored Biters. Das sind die zum Beispiel, die ja nur noch wesentlich mehr leben als so ein normales Viech. Und Schon Alien Tech haben wir auch drin. Ansonsten haben wir auch Schiffe drin, Aircraft-Sachen, das heißt, Wasser ist auch noch sehr wichtig in dem Modpack. Und passend dazu haben wir sowas wie Nox Swimming und sowas drin. Auch, können wir unter anderem auch hier so das Wasser erweitern. Was für die Schiffe sehr, sehr praktisch ist, finde ich. Da haben wir was mit drin. Und noch vieles, vieles mehr. Wir können ja ein bisschen mal hier die Sachen durchgehen. Die sind leider alle gelb blinken, leuchten eher gesagt. Dank der neuesten Factorio-Version, wo das ja dann so ist, wenn irgendwas neu ist. genau, hier ist halt einiges an Stuff mit drin. Straßen haben wir drin. Auch dazu passend den Driver Assistant Gedöns, mit dem man wesentlich besser über die Straßen heizen kann. Weil, naja, wie man weiß,
wenn man so mit hohen Geschwindigkeiten rumfährt. Mit Autos dann. Naja, verliert man schnell die Kontrolle. Hier haben wir schon drin. Ja, so einiges an Stuff. Ein paar Windräder und so ist auch mit drin. Das wird hier sehr interessant. Ja, wir haben genau, einmal hier Space Exploration Passports Gedöns. Und ich weiß gar nicht, ob das required ist generell oder nicht. Und aber auch für Quest Zero 2 Extended Late Game, wodurch das wesentlich schwerer wird. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. In den nächsten Folgen. Und ja. Ansonsten hat er auch sau viel anderes Zeug. Unter anderem werden auch manche Sachen, wenn man was herstellt, kommen da Abfälle heraus, die man dann recyceln muss. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal auf die blauen Prozessoren gehe, zum Beispiel. Ne, da kommt so 6% Circuit Scrap raus. Das hat dann auch nochmal einen höheren Schwierigkeitsgrad. Und naja, muss man ein bisschen Sachen filtern und ein bisschen recyceln. Eigentlich recht cool. Genauso wie hier vorne bei irgendwelchen Sachen. Die auch noch, glaube ich, selbst Hand hinzugefügt. So ein paar Dinge halt, ne? Und ja, soviel zu dem Modpack. Das Ganze, muss ich ja schon mal sagen, gibt es nicht zum Download. Ich habe es überlegt, ob ich es mache, aber es wäre, ja, eine Arbeit von einigen Stunden. Ich habe generell an dem Modpack ziemlich lange gesessen, also insgesamt bestimmt über die 100 Stunden. Und habe mir echt viel Mühe gegeben. Und auch einige Mods selbst bearbeitet im Script, weswegen man die nicht 1:1 runterladen kann. Und dadurch ist es halt schwierig, das als Modpack öffentlich zu stellen. Wenn es jetzt Leute gibt die halt das zocken wollen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare unter das Video, ihr könnt im Stream vorbeischauen, dort einen Chat schreiben oder unter den anderen Faktore-Folgen, die rauskommen. Und wenn es einige Leute sind oder genug sind, wo ich mir denke, okay, die Mühe ist es wert, da ist nochmal mehrere Stunden zu investieren, die ich jetzt nicht unbedingt habe, dann werde ich das dann machen und es dann auch noch zum Download rausgeben. Oder einfach mal im Stream ganz, ganz nett fragen, ob man es vielleicht einfach mal so bekommen kann. Vielleicht lässt sich da auch was so machen. Nicht öffentlich. Naja, ansonsten war es aber so was gewesen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir haben oben noch ein paar Icons. Hier GUI für die ganzen Züge, To-Do-List, ein Solarkalkulator und sowas. Und ganz viel anderen Stuff. Eine Suche für Items. Hier Verwendung. Gibt es immer 106 Seiten. Richtig am Ausrasten. Und ja. Ich würde sagen, das war's gewesen für diese Folge 0. Ich würde auf jeden Fall jeden der Faktoren mag mal empfehlen, im Stream vorbeizuschauen und das Modpack mit sich mal anzuschauen. Wer generell dazu ein bisschen mehr wissen möchte, sollte auch hier unter dem Video, genau wie unter allen Faktoren-Folgen, ein Link sein zu einem Dokument, wo alle Mods nochmal aufgelistet sind. Da kann man sich das nochmal in Ruhe anschauen. Und ja, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Und dann vielleicht mal bis zum Stream oder in den nächsten kommenden Faktoren-Folgen. Ciao.